Ja, pass auf. Du hast ja hier im Chalet deinen ersten Ace gemacht. Da mache ich jetzt hier direkt drei Runden hintereinander einen Ace. Und ja, meinen zweiten Ace habe ich an der Küste gemacht. An der Küste? Ja, da kann ich noch verstehen. Waren aber beide im Angriff. Ein Verteidigungs-Ace noch nicht. Nee, ich bin, glaube ich, tatsächlich mehr der Typ, der Verteidigungs-Ace schafft. Mit Camara. Oh, ja, schadet ja auch nicht. Also da war ich, also ich sag mal so, ich war in Verteidigung auf jeden Fall schon sehr oft am Ace nah dran. Also so 4 Kills, das habe ich schon das häufiger mal geschafft. Also das ist, so wie diese 4, die da jetzt noch drehen, die kriege ich alle weg, pass auf. Der eine davon bist du selbst. Jetzt verdammt! Nein! Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ich würde sagen, der eine davon ist ein eigener, aber dann warst du es sogar selber. Na, rechts hatten sie für ein Off hier gedreht, deswegen. Ich glaube, Kackraum. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Nee, Keller. Keller. Ja, fast dasselbe. Kann man schon mal verwechseln. Tatsächlich kennt man so eine Scheiße, ey. Warum so viel? Ja, aber wir müssen hoffen, dass Thatcher mit uns läuft. Wird er nicht, der wird jetzt gleich einfach irgendwo reinrennen und sterben. Ja. Einsatz in 5 Sekunden. Ich glaube, Kapkan hat da getanzt. Also ich weiß nicht, wer der letzte war, ich nicht mehr das letzte war. Bisher haben sie nichts für die Wände. Mira hätte ein Problem werden können, ist er aber nicht. Jetzt kümmern wir uns. Schnellmobilgarage mach ich gerade auf. Oh gut, dann gehe ich hier mit Blitz von der anderen Seite rein. Ja, yeah, open, nice. Ja klar, sicher. Was zum Geier? Ich wusste es. Dumm wie Brot. Einer ist hier im Weinkeller, im Zwischenraum. Und Mira direkt vorne an der Tür nach dem Lagerraum. Ich markiere sie gerade die ganze Zeit. Entschärfer ist online und aktiviert. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Was für eine Scheiße. Sie kommen zur Garage. Da habe ich es ja dreckig gekriegt mit meinen 3 HP, die ich noch hatte. Ist eine Frostfalle gesprungen, oder? Ja, und ein ELA-Ding ging auch noch los. Ich bin am Anfang direkt durch so einen Pixel-Kill gekillt worden. Und der, und Camara hat sich, nee, Hibana war es, hat sich ganz merkwürdig den Oberkörper gedreht dabei. Das sah krank aus. So satanisch, Exorzisten. Genau. Havok ist, glaube ich, ein Deutscher. Ich habe zwischendurch labern hören. Ist das der denn? Platin 3 Spieler? Ich glaube, ja. Ist halt cool, Mensch. Da kann man nicht mithalten. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Ach, du heiliges Kalender. Die Gegner
Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Was soll denn die Scheiße hier, ey? Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Fällt dir nichts mehr zu ein, ey. Oh, sind sie genau? Außen kommen sie die Leiter hoch. Da kommt einer am Bombe B am Fenster. Ja, Vorsicht, das ist der Pirat ist das. Oh, ganz hinten ist Glas. Hinten am Turm, kann das sein? Ja. Lass es immer noch auf. Das Fenster hinter dir ist auf. Haben. Ah, das ist scheiße. Ich hab leider nicht killen können. Feuerschutz! Ja. Ja. Da ist einer auf der Terrasse. Ivana. Aber der Blackbeard steht hundertprozentig wieder. Fenster guckst du nicht rechts. Magazinwechsel! Heil dich jetzt mal. Und bitte. Was labert der? Keine Ahnung. Das Traurige ist, ich weiß nicht genau, wo der letzte ist. Cavera war vorhin bei ihm. Cavera, Hibana. Ah, fick, wie ich nicht gesehen. Scheiße. Nur noch 15 Sekunden. Nur noch ein Gegner übrig. Immer noch Blackbeard. Ich killen müssen, ey. Der eigenen Trupps verbleibt. Bombenentschärfer platziert. Sehr schön. Entschärfer aufgespürt. Sofort zerstören. Der haut voll daneben bei mir. Ja, bei mir auch. Der haut so hart auf den Boden, dass durch die Erschütterung die Elektronik kaputt geht. Sehr gut. Ich finde es auch immer schön, wie dieser Sound im Replay, wenn du die Bombe zerschlägst, auch total asynchron ist. Ja. Das stimmt. Die Waffe ist schon längst auf dem Boden. Irgendwann so, pack. Ja, guck mal, jetzt habe ich 2 Assists gekriegt. Ich hätte den kriegen müssen. Das Problem war, der lag halt doof. Weil der
weil ich halt aus dem Fenster springen musste, um den zu holen. Und das habe ich halt nicht geschafft, weil die Bahner direkt da war. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Was ich hätte versuchen können, ist die Tür aufsprengen und dann wegholen, weißt du, aber das ist... Dass ich so viel Deckung zerstört, nur damit man dieses Scheißding holt, ne. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Da sind sie nicht. Ich höre sie gleich. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Wieder unten im Keller. Boah, da hat Mira fast den eigenen erschossen. Hast du das gesehen? Einsatz. Leider hat sie es nicht. Ja, das war zu geil. Hat ihn nicht mal angeschossen, ne? Ich habe sogar einen Bandit reingebracht. Haben wir. Ist Mark Thatcher? Nee. Entschärfer wurde erneut gesichert. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Ela kam hier vorhin aus dem Fenster raus, ne? Sie müssen aufpassen. Hier oben oder unten? Weiß ich nicht. Unten war auf jeden Fall auch offen, da sie wieder rein dann. Gleich geht das Licht aus. Okay, Tür ist offen. Ich habe eine Claymore ins Fenster gestellt, falls da noch rauspimmelt. Soll ich die linke Seite noch wegnehmen? Muss nicht sein, aber... Rechts in dem Raum ist noch einer. Ich könnte geradeaus die Mauer wegnehmen. Aber die Wand wegnehmen ist schade, zumindest nicht auf Kopfhöhe, weil dann kann man besser sichern nachher, falls der Diffuser aufgebaut ist. Und dann ja nach innen die Tür rein. Ja, jetzt kann man ein bisschen in den Weinkeller reingucken von hier. Selbst geduckt geht das gut. Wenn der Typ hier nicht hier vor die Schussbahn läuft, ey. Das gibt's ja gar nicht, ey. Nee, wollte ich gar nicht. Entschärfer ist aktiviert. Hab die Drohne zerstört. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Ich hab mich Echo zwei oder dreimal gestört beim Claymore planten. Ja, von null anfangen. Ich hatte sie dann weggeholt, als du gerade raus oder kurz bevor du rausgelaufen bist. Das konnte ich sie ganz gut erkennen. Aber davon lasse ich mich ja nicht abhalten. Ich probiere so ein viertes und fünftes und 17. Mal. Irgendwann geht mir der Strom aus. Es muss jetzt passieren. Ja. Weil nur während er zündet und er bricht, wenn er betäubt ist, kann er trotzdem planten, ne? Die Claymore. Kann er zwar froh sein, wenn er sie nicht in den eigenen Fuß steckt, dann so. Gedöselt, wie er da ist, aber. Alter. Warum? Oh, wieso, ey? Schon wieder die Scheiße hier. Ich mach wenigstens hier eine Seite zu. Dann hat man wenigstens mal hier. Ja, da habe ich nämlich Deckung zu dem Fenster hin, ne? Was ich ja nicht so genau weiß, ist. Wo geht denn das hier hin? Wo kommt man hier hoch, wenn man hier auf das Ding will? Das. Da musst du über die Terrasse, glaube ich. Nur noch 10. Und von rechts nee, kommt da, man doch nicht hin. Doch, da rechts ist so eine Leiter. Oder nicht? 5 Sekunden. Ja, richtig. Jetzt soll ich die auch bewachen. Aber da müsste sich einer hier auf den Boden legen und die Treppe da hinten bewachen. Ich werde irgendwo eine Drohne gehört.
kommen wir, glaube ich, an der Terrasse hoch. Ich hab Assist? Oh, ich hab für das Drohnenloch geschossen, dafür hab ich doch eingetroffen. Ich höre nur so ein leises Piepen von der Bombe die ganze Zeit. Ja. Ein sehr langweiliges Video. Please, watch out. Contact, ich lade nach. Blitz ist tot. Sehr gut. Ja, Blackbird ist tot. Sehr gut. Nur noch 15 Sekunden. Bleib läuft 10 Sekunden ab. Setcher auch. Nur noch ein Gegner übrig. Es bleiben noch 5 Sekunden. Missionserfolg für eigenen Trupp. Das war jetzt aber ein echt cooles Team, weil alle haben so schön ruhig abgewartet, ne? Die Zeit runterlaufen lassen. Ja. Das war echt gut. Das hat uns hier den Arsch gerettet, weil es gibt so viele Zugänge zu sichern. Wenn da einer aus der Reihe getanzt wäre, dann hätte es eine Lücke gerissen. Ja. Ich hab den, ich weiß nicht, wer es war, ob es Blackbeard war, war der auch an der Garage? Ich meine, an der Terrasse? Ja. Der ist die ganze Zeit rumgeseilt. Ich habe mich unten das Fenster aufgespotet und ich glaube, der wollte mich immer wieder rauslocken, weißt du, so durch rausspringen. Aber ich habe einfach gewartet und dann ist der da hoch und runter geseilt, hoch und runter, wie so ein Blöden, weißt du? Ja. Das kostet halt einfach nur Zeit und das ist ganz wichtig, glaube ich. Richtig. Ja. 22%. Ja, ich meine, der wusste ja, wo ich bin, der hatte mich die ganze Zeit im Fokus irgendwie auch. Treffer! Was? Schweinerei. Ich habe mit 20 nichts getroffen. Mit 18, jetzt habe ich 20.